Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Verdammt! Hm? Vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Sam? Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Wären vielleicht auch nicht schlecht. Nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie,
Ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Na los, Nathan Drake. Sind Sie immer so durchschaubar? Das war nicht nett. Netter Versuch. Der war geschenkt. Komm her. Jetzt her mit dem Artefakt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich habe noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt die? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. Te lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Sono entrati i tetti. Was? Oh, Mist. Ich hab sie! Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Un attimo.
Aspetta. Ehi, trovato qualcosa? Ok, wir sind fast beim Ballsaal. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Oh, gut. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Un attimo. Aspetta. Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Sally, uns rennt die Zeit weg! Mach durch, Junge, ich bin fast da! Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien.
Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein.